und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Vor einigen Tagen war Halloween. Zu diesem Thema habe ich bereits letztes Jahr ein Video hochgeladen, in dem ich erkläre, was der religiöse Ursprung ist und inwiefern gerade okkulte und satanistische Kreise Halloween für sich vereinnahmen und schon aus dem Grund auch sehr gefährlich, also das Fest sehr gefährlich für uns ist, für uns alle Menschen. Und zwar vor allem seelisch sehr gefährlich ist und wir deshalb das Ganze nicht mitmachen sollten. Halloween hat sehr viel mit Spiritismus zu tun, einfach deshalb, weil zu Halloween viele Menschen ja aus Neugier, meistens mehr aus Neugier als aus bewusstem Wissen, spiritistische Sitzungen abhalten. Gerade auch bei irgendwelchen Halloween-Partys, gerade unter Jugendlichen, wird sowas gerne mal gemacht, dass man dann das Hexenbrett, das Ouija-Board rausholt und oder andere Arten von Seancen abhält und Geister beschwört. Mehr aus Neugier, wie gesagt, und die meisten glauben vielleicht nicht mal wirklich dran und wollen es einfach nur ausprobieren und machen das eher aus Spaß, merken dann aber im Nachhinein, dass etwas passiert mit ihnen und dass sie das dann nicht mehr zurückdrehen können. Aus dem Grund möchte ich heute mit euch über dieses, über dieses Phänomen Spiritismus sprechen. Der Spiritismus ist eine Abzweigung des Okkultismus, also etwas, das mit bösen Mächten zu tun hat. Das Thema Spiritismus ist sehr komplex und auch ein sehr kompliziertes Thema, das man so vielleicht in einem Video eher wahrscheinlich in einer Reihe behandeln müsste, um es wirklich vollständig zu beleuchten. Ich versuche das Ganze aber vielleicht in einer etwas knapperen Weise darzustellen, damit ihr insgesamt einen Überblick über dieses Thema bekommt. Es ist vor allem heutzutage, wie gesagt, unter den Jugendlichen sehr beliebt und ich sehe das auch auf YouTube, dass da viele Menschen das machen und sich dabei filmen und das Ganze dann auch reinstellen auf YouTube. Vieles davon ist vielleicht auch inszeniert. Ich kann mir aber sehr gut vorstellen, dass das nicht wenige Videos tatsächlich real sind, dass es keine Fakes sind. Warum machen das Menschen? Es handelt sich einfach um eine menschliche Sehnsucht und bei der man eben dann diese dunklen Mächte gebraucht und meint, man könne sie beherrschen. In der Realität sieht es so aus, dass man sich selbst eben dem Ganzen unterstellt und dadurch die Kontrolle verliert. Man wird selber zur Marionette des Bösen. Also Spiritismus, da hören wir schon das Wort Spiritus drin. Das ist der Geist. Es geht um die Geisterbeschwörung. Es besteht darin, also dass man sagt, ich möchte Verstorbene oder Geister beschwören. Das heißt, sie irgendwie befragen. Ich stelle diesen Geistern Fragen und diese können mir dann Dinge sagen über mein Leben, die ich auf normale Art und Weise nicht herausfinde. Auf unsichtbare oder auf nicht spürbare Weise ruft man damit bei dieser nach der Anwesenheit dieser Geister mit dem Ziel, von ihnen diese Antworten zu bekommen. Oft versucht man das auch, indem man die Verstorbenen anruft und meint, dass es die Verstorbenen sind, die antworten. Tatsächlich sind es nicht die Verstorbenen, die mit uns sprechen, sondern böse Geister, die sich als unsere Verstorbenen ausgeben. Spiritismus gab es immer. Einfach deshalb, weil es der Ausdruck einer menschlichen Sehnsucht ist, die auch natürlich seit es Menschen gibt, auch besteht. Deshalb gab es auch schon bei allen Völkern, Kulturen und so weiter spiritistische Praktiken. Besonders, dass man eben mit den Verstorbenen meinte, in Kontakt kommen zu müssen. Also, dass man gerade mit den Verstorbenen in Kontakt bleiben möchte, auch wenn sie eben aus dieser Welt geschieden sind. Und das war schon immer so, dass man dann verschiedene Methoden angewandt hat, um in Kontakt mit diesen Verstorbenen oder mit den Geistern zu treten. Dahinter steckt irgendwo auch diese Sehnsucht nach etwas, das mehr ist als diese Welt, als diese irdische Wirklichkeit, als die Ziele, die man hier verfolgt. Etwas, das darüber hinausgeht. Und das eben deshalb, wenn man dann mit diesen Geistern in Kontakt kommt, mehr erfährt als das, was man anstrebt, als eine gute Ausbildung, einen guten Job, eine Familie und so weiter.
Ein anderes Motiv ist natürlich, dass man die Verstorbenen vermisst und dass man versucht, trotzdem den Kontakt zu ihnen aufrechtzuerhalten, obwohl sie aus dieser Welt geschieden sind. Man möchte sich nicht von dieser Person trennen. Man hat den Wunsch, mit dieser Person weiterhin zu sprechen und einfach die Nähe dieser Person zu spüren. Ein anderer Grund, weshalb man überhaupt Spiritismus betreibt, ist natürlich, um die Zukunft zu erfahren. Also, weil Menschen diese Sehnsucht haben, zu wissen, was passieren wird. Diese Ungewissheit, was noch alles auf einen Menschen zukommt, gerade auch, wenn man stirbt, wie es mit der Liebe aussieht, wie es mit dem Beruf aussieht. Das möchte man gerne wissen. Und man erhält diese Ungewissheit manchmal nicht aus als Mensch. Und deshalb dieser Wunsch, das zu erfahren. Ein weiterer Grund, weshalb man Spiritismus betreibt, ist der Wunsch, besondere Kräfte zu erhalten, besonderen Schutz, indem man sich eben bestimmten Schutzgeistern und Führungsgeistern zu unterstellen, um einen gewissen Schutz zu erfahren. Weil man merkt, man ist diesem Leben ausgesetzt. Man hat das Leben nicht immer in der Hand. Es geschehen unvorhergesehene Dinge, man wird krank, man erlebt Schicksalsschläge. Umso mehr versucht man, sich dem zu entziehen, indem man sich solchen Schutzgeistern unterstellt, mit Hilfe von spiritistischen Sitzungen. Es ist eigentlich für uns Christen eindeutig, warum man das Ganze nur ablehnen kann. Einfach deshalb, weil sich uns ein Gott offenbart hat, der das Gottvertrauen schon ins Herz gelegt hat, dass wir uns geborgen wissen können von einem Gott, der alles, das ganze Geschick, die ganze Weltgeschichte in der Hand hat. Und wir deshalb, ja, auch wenn wir vielleicht auf kurzer Sicht viele schlimme Dinge sehen und erleben, trotzdem uns sicher sein können, dass am Ende alles gut wird. Und dass wir uns nur auf ihn verlassen sollen. Es ist ein eifersüchtiger Gott. So sagt Gott selbst von sich aus. Denn ich bin ein eifersüchtiger Gott. Und auf ihn allein sollen wir vertrauen. Deshalb können wir ja diese anderen Methoden, mit denen wir dieses Vertrauen nicht ausüben oder dem Ganzen das gar nicht ausdrücken, gar nicht erst tun. Es ist ein Zeichen, Spiritismus zu betreiben, ist also aus christlicher Sicht gesehen ein Zeichen, dass man Gott nicht vertraut. Abgesehen davon müssen wir bedenken, dass es dem ersten Gebot widerspricht. Wir sollen keine anderen Götter neben Gott haben. Aber wir bedienen uns beim spiritistischen Handeln der dämonischen Welt, also der Magie. Und Magie ist immer schlecht. Magie ist immer etwas, egal ob weiße oder schwarze Magie, nie vom Heiligen Geist, sondern vom anderen Geist, ist immer dämonischen Ursprungs. Wer ist es denn, der eigentlich die Fragen bei spiritistischen Sitzungen beantwortet? Die Menschen denken, dass es die Verstorbenen sind, dass es gute Geister sind oder was auch immer. Es kann sich um Tricks handeln, das ist also, wenn wir zum Beispiel zu Wahrsagern gehen, es gibt viele, viele Fakes, die halt Psychotricks anwenden, aber da sind dann keine wirklichen Kräfte im Gange. Es kann auch sein, dass es sich um Suggestionen handelt, dass man sich das also einbildet, Wunschdenken und so. Aber es können auch echte paranormale Phänomene sein. Und gerade solche, die dämonischen Ursprungs sind. Also letztendlich können wir nicht davon ausgehen, dass es die Verstorbenen sind, sondern es sind immer Dämonen, die sich als unsere Verstorbenen ausgeben. Und von den Dämonen und Dämonen zu befragen, ist Gott ein Greuel. Wir müssen nur in Deuteronomium 18, 12 nachlesen. Da steht es ganz klar. Es ist dem Herrn ein Greuel. Genauso deutlich sind auch die Verurteilungen der Kirche. Nicht nur die Bibel sagt das, sondern auch die Kirche. Von dem Heiligen Offizium, das heutzutage das Lehramt heißt, ne? Das Lehramt der Kirche, der katholischen Kirche, hat 1917 bereits gesagt, es ist nicht erlaubt, mit oder ohne Medium, mit oder ohne Hilfe der Hypnose, an spiritistischen Sitzungen oder Enthüllungen teilzunehmen. Auch wenn sie den Anschein haben, ehrlich oder fromm zu sein. Sei es, dass man die Seelen oder die Geister befragt, sei es, dass man sich deren Antworten anhört. Sei es auch, dass man sich damit begnügt, als Beobachter anwesend zu sein. Von denen, die im Befreiungsdienst tätig sind, also von Exorzisten,
von irgendwelchen Priestern, Ordensleuten oder irgendwelchen geistlichen Gemeinschaften, die Befreiungsdienst vollziehen. Also Exorzismen, Befreiungsgebete und so weiter. Weiß man von diesen, deren ganzen Erfahrungsberichten, hört man ständig, dass Menschen ja diese dämonischen Kräfte an sich gezogen haben, allein schon dadurch, dass sie dabei waren, dass sie im Raum waren. Die haben das gar nicht mal geglaubt, aber die haben sich einfach mal dazu gesetzt. Wie viele Jugendliche ziehen einfach mit, wenn irgendwer auf die Idee kommt, Gläserrücken zu spielen. Selbst wenn sie nicht mitmachen, selbst wenn sie da nur sitzen und zugucken. Das reicht schon aus. Da kann man sich schon sehr gefährden. Man setzt sich diesen Mächten trotzdem aus. Es gibt unterschiedliche Arten und Weisen von spiritistischen Sitzungen. Das wurde hier in diesem Text von dem Lehramt der katholischen Kirche ja schon deutlich. Also es gibt welche, bei denen man ein Medium verwendet, also eine Person zum Beispiel, die diesen besonderen Draht, diesen Kanal hat zu dieser überirdischen Welt. Oder man kann es auch ohne. Es gibt zum Beispiel, das eigentlich das häufigste ist, das Gläserrücken. Manchmal mit Hilfe von diesen Brettern, also Hexenbretter, Ouija Boards, wie die ganzen heißen. Es gibt auch einfach so, es gibt verschiedene Formen, verschiedene Varianten. Früher hat man auch ganz oft Geister befragt mit Hilfe von Tonbandgeräten. Das ist heutzutage natürlich nicht mehr so verbreitet, weil man insgesamt nicht mehr mit Tonbandgeräten Dinge aufnimmt. Man hat früher das Fernsehen gebraucht für die Totenbefragung, manchmal sogar das Telefon. Was es auch gibt, das ist das sogenannte automatische Schreiben. Wir Christen können eigentlich gar nicht glauben, dass wenn man so eine spiritistische Sitzung abhält, dass man mit Verstorbenen redet. Einfach deshalb, weil die Verstorbenen nach ihrem Tod, so glauben wir Christen, entweder in den Himmel kommen, in das Fegefeuer oder in die Hölle. Und das sind alles natürlich keine Orte in dem Sinne, sondern es sind, also Raum und Zeit gibt es in der Ewigkeit nicht mehr. Raum und Zeit sind irdische Kategorien. Aber irgendwie muss man es ja ausdrücken. Es sind keine Orte, geografisch gesehen, vielleicht kann man mehr sagen, es sind Zustände der Seele. Und aus dem Grund sind diese Personen kehren normalerweise nicht mehr zurück auf die Erde, sodass man sie befragen könnte oder dass man irgendwie, ja, man kann nicht im Fegefeuer anrufen, dass da irgendwer mal dran geht, sozusagen. Wenn wir zum Beispiel eine Geschichte suchen, wo das nochmal deutlich wird, da kann man vielleicht dieses Gleichnis vom reichen Prasser und dem armen Lazarus heranziehen im Lukas-Evangelium. Da ist es ja so, dass der reiche Prasser im Hades ist, wie es heißt im Griechischen. Also er leidet und er sieht, dass Lazarus, der arme Lazarus, im Schoß Abrahams, in den Schoß Abrahams gekommen ist. Und er kann ihn sehen, er kann aber nur Abraham ansprechen. Er kann nicht den armen Lazarus direkt ansprechen. Also es heißt dann, sage dem Lazarus, er soll seinen Finger ins Wasser tauchen und mir auf die Zunge diesen Tropfen geben, damit es irgendwie ein bisschen Erleichterung verschafft. Und das zeigt uns, zwischen uns und den Verstorbenen ist ein unüberwindbarer Abgrund. Sie leben in einer komplett anderen Dimension, weshalb wir auch mit ihnen nicht in Kontakt treten können. Wir können das nur über Gott. Also, wenn man jetzt die Frage stellt, ist dieser direkte Kontakt zu den Verstorbenen möglich, muss man antworten, nein. Also es gibt einen radikalen Unterschied zwischen der irdischen Welt und der überirdischen Welt, also dem Jenseits. Insgesamt ist es natürlich schwierig, über das Jenseits zu sprechen, einfach weil es etwas ist, das keiner von uns erlebt hat und dann zurück. Naja, es gibt schon natürlich Nahtoderfahrungen. Und es gibt Menschen, die ins Leben zurückgekommen sind, die uns einiges andeuten konnten. Aber das sind Menschen, die nicht endgültig tot waren und schon im Himmel, in der Hölle oder im Fegefeuer waren und dort dann eine längere Zeit waren und dann plötzlich wieder zum Leben erwacht sind. So ist es ja nicht, deshalb haben wir diese ganzen Details nicht. Wir können uns das deshalb, auch was die Menschen erzählen, das sind Dinge, die schwer zu erklären sind. Weil sie so ganz anders sind als die Dinge, die wir aus dieser irdischen Welt kennen.
Da kommt man sehr schnell ins Stammeln und kann eigentlich fast nur bildliche Vergleiche anbringen, um das irgendwie fassbar zu machen. Also das, was in letzter Zeit viel stärker geworden ist, gerade unter den Erwachsenen. Also Gläserrücken ist mehr so was, was die Teenies gerne machen. Wenn man jetzt bei den Erwachsenen schaut, da sind es, wird es immer mehr, dass man ein Medium zu Rate zieht, dass man da also zum Beispiel zu sich nach Hause einlädt. Diese Person, die diesen Kanal, besonderen Kanal hat zu dem Übernatürlichen, dass man sie einlädt und dann eben Dinge erfragt und sie dann ja mit diesen Kräften in Verbindung tritt und diese Antworten dann vermittelt. Wir müssen natürlich immer bedenken, dass wenn Menschen aus Trauergründen Spiritismus betreiben, dass man da ganz, ganz sensibel mit umgehen muss. Es sind Menschen, die vielleicht ihr Kind verloren haben und total niedergeschlagen sind und das einfach nicht wahrhaben wollen und aus dem Grund dann ja Kontakt zu dem verstorbenen Kind aufsuchen wollen. Aber was sagt man diesen Menschen denn dann? Was soll man solchen Eltern sagen? Man muss denen das trotz allem, man darf denen das nicht vorenthalten, dass sie sich selbst täuschen und dass es nicht der Sohn ist, mit dem sie da oder die Tochter, mit dem sie dann in Kontakt treten werden. Und dass sie sich wirklich, dass es eine Selbsttäuschung ist, die dem darüber hinaus ihnen auch noch Schaden hinzufügt, seelischen Schaden. Sie werden dann vielleicht darunter leiden und dann werden viele komische Dinge passieren und sie werden unglücklich und vielleicht psychisch krank. Das ist leider überhaupt nicht selten. Natürlich, das ist eine Sache, die natürlich auch noch theologisch gesehen sehr wenig erforscht ist und aus wissenschaftlichen Gründen sowieso, weil es natürlich mit Hilfe von wissenschaftlichen Methoden schwierig nachzuweisen ist. Aber Gott kann durchaus zulassen, dass Verstorbene sich melden, dass sie sich bemerkbar machen, dass man sie vielleicht sogar sehen kann, wenn auch nur für einen Moment. Aber manchmal ist es sogar so, dass Gott ihnen die Gnade gibt, damit sie sich bemerkbar machen, damit ein gewisser letzter Wille noch erfüllt wird, der ihnen dazu verhilft, in den Himmel zu kommen. Darüber habe ich schon paranormale Storytimes gedreht. Schaut gerne mal auf meinem Kanal vorbei. Ja, viele würden jetzt sagen, warum musst du jetzt schon wieder einen auf Spaßbremse machen und Dinge verbieten, wenn die Menschen das doch tröstet, wenn es ihnen Hoffnung gibt? Dazu kann ich nur sagen, weil ich nicht möchte, dass diese Menschen hinters Licht geführt werden und sich ihre Seele dann einer schlimmen Gefahr aussetzen lassen. Es gibt ein Buch von einer jungen Frau, die mit 22 gestorben ist und in diesem Buch sind dann Trostbotschaften für die Mutter und dort wird im Vorwort des Buches versichert, dass das wirklich Worte vom Himmel sind, die dort geschrieben werden. Also es sind quasi Trostbotschaften einer toten Person an die Mutter. Und dann am Anfang des Buches im Vorwort sind 5 Priester, die das versichern, dass das authentisch ist und dass es vom Himmel kommt. Es gibt zum Beispiel auch eine Mutter, deren Sohn mit 19 Jahren gestorben war und die sich damit tröstet, dass jemand ihr gezeigt hat, dass sie mit ihm sprechen kann übers Tonband. Und sie vollzieht dann also immer Spiritismus, um mit diesem Sohn zu sprechen, weil es ihr Trost gibt und sie so die Trauer, bewältigt, kann man sagen. Es ist trotzdem wichtig, dass man hier diesen Menschen aufklärt. Sie werden nämlich getäuscht. Paulus sagt im 2. Timotheusbrief 3-4, es wird eine Zeit kommen, in der man die gesunde Lehre nicht erträgt, sondern sich nach den eigenen Wünschen immer neue Lehrer sucht, die den Ohren schmeicheln. Und man wird der Wahrheit nicht mehr Gehör schenken, sondern sich Fabeleien zuwenden. Es ist unerträglich manchmal. Vor allem, wenn man sieht, dass Menschen ihre eigenen Kinder zu Grabe tragen müssen. Und ich habe absolutes Verständnis dafür. Dennoch muss man diesen Menschen sagen, dass ihre Kinder jetzt bei Gott sind und da sind sie wunderbar aufgehoben. Sie sind jetzt erlöst von dem ganzen Leiden und dem ganzen Übel dieser Welt. Und es ist ja eine Hoffnung, die wir haben, dass dieser Abschied nur vorübergehend ist. Wir glauben und hoffen, dass wenn wir wirklich ganz uns an Gott
klammern, dass wir eines Tages uns alle wiedersehen werden in der Ewigkeit. Und deshalb muss man ihnen das auf diese Art und Weise erklären und nicht ihnen falsche Hoffnung schenken, indem man ihnen ein Tonband gibt und sagt, du kannst damit mit deinem Sohn sprechen. Also noch, um nochmal auf das Thema psychische Krankheiten zurückzukommen. Also die Teilnahme an spiritistischen Sitzungen kann psychische Krankheiten begünstigen. Also viele Menschen werden psychisch krank, nachdem sie das alles gemacht haben. Es kann sogar zu dämonischen Störungen kommen oder sogar zu Besessenheit. Das wird dadurch auch begünstigt. Das dürfen wir nicht unterschätzen. Viele werden jetzt sagen, ach, was kommt die hier jetzt mit dem Teufel an, den gibt's doch nicht. Ich muss dazu leider sagen, die Dämonen gibt es wirklich, den Teufel gibt es wirklich. Und wenn man diese ganzen verschiedenen Erfahrungsberichte einmal liest, wo wirklich Exorzisten aus erster Hand das alles miterlebt haben und das wirklich Dinge sind, die man wissenschaftlich nicht mehr erklären kann. Menschen, die sich ärztlicher Behandlung unterzogen haben, es aber nicht angeschlagen hat, egal welche Therapie, auch psychische Therapien, wo diese dann eben nicht angeschlagen sind. Also es gibt diese Welt und die dürfen wir nicht unterschätzen. Die dürfen wir nicht ausblenden. Natürlich müssen wir keine Angst haben, aber wir müssen wachsam sein. Das sagt Jesus immer wieder, seid wachsam. Und wir müssen wissen, was gefährlich ist und was nicht. Von welchen Dingen wir lieber die Finger lassen und an wen wir uns stattdessen wenden sollen. Auf wen wir uns sonst eigentlich konzentrieren sollen. Also es gibt viele diese Exorzisten, die eben davon erzählen, wie Eltern gerade ihre Kinder und Jugendlichen also zu den Exorzisten bringen, weil sie eben diese, ja, irgendwelche seltsamen Reaktionen zeigen oder einfach nur unglücklich sind, krank sind, Angstzustände haben und so weiter, die aber eigentlich nur aus Spaß zum Beispiel spiritistische Sitzungen besucht haben oder irgendwie bei irgendeiner Party Gläserrücken gespielt haben, die vor allem auch immer unter Albträumen litten, Depressionen bekommen haben, Angstzustände. Ich lese euch mal einen Erfahrungsbericht vor. Eine Dame erzählte mir, dass sie über das Tonband mit einem nicht gut identifizierten Geist in Kontakt gekommen war, den sie vorbehaltlos für einen guten Geist hielt, weil er ihr gute Dinge sagte und sie belehrte, wie sie beten sollte. Nach einigen Jahren, nachdem diese Dame nun an diesen Geist gebunden war, begann er ihr schlechte Dinge zu sagen und zu fluchen. Die interessierte Person hat daraufhin verstanden, dass sie abbrechen musste und hat es auch getan, wenn auch mit Bedauern. Sie war jedoch jetzt an dämonische Einflüsse festgebunden, die immer noch anhielten. Sie wird kontinuierlich durch Stimmen gestört, die sie nicht arbeiten und nicht schlafen lassen. Dies ist einer der Fälle, den ich mit einem Psychiater und einem Psychologen bearbeite. Manchmal braucht man Zeit, um den Ursprung eines Übels zu erkennen. Noch mehr Zeit braucht es man, um es zu heilen. Und nicht immer gelingt es, weder mit ärztlicher Hilfe noch mit den Gebeten der Exorzisten. Also, man denkt halt vielleicht, man hat einen guten Geist gefunden, den man zu seinem Führungsgeist oder so macht, an dem man sich bindet, an dem man sich unterstellt. Und das ist einfach die Masche des Teufels, dass er einen echt erst mit Honig ums Maul beschmiert und einem nur gute Sachen gibt, sich sehr attraktiv macht, die Menschen anzieht. Und wenn sie sich an ihn gebunden haben und es schon zu spät ist, zeigt er sein wahres Gesicht. Dann ist es aber zu spät und dann sind die Menschen, dann hält er nicht, was er verspricht. Und stattdessen schadet er den Menschen und sie sind absolut unglücklich. Der Spiritismus verbreitet sich rasant. Es ist wirklich mittlerweile flächendeckend zu erkennen, dass das einfach schon salonfähig geworden ist, dass viele Menschen sich so ein Medium auch Unmengen an Geld ausgeben für Medien, die ihr ganzes Leben ausrichten nach diesem Medium, das irgendwie jegliche Lebensentscheidung für einen übernimmt, dass man also nichts mehr ohne das Medium unternimmt, nichts entscheidet und dabei die ganzen Ersparnisse, alles in dieses Medium hineinsteckt, weil sowas auch immer sehr viel Geld kostet. Das liegt auch ganz oft daran, dass einfach die Menschen von heute überhaupt keine Ahnung mehr davon haben, überhaupt nicht mehr informiert sind darüber,
dass es diese Welt gibt und dass man sich mit diesen ganzen Kräften erst gar nicht beschäftigen soll und sich, geschweige denn, sich diesen Kräften unterstellen soll. Der Glaubensschwund in unserer heutigen Zeit hat ganz klar ein Anwachsen an Aberglauben zur Folge. Es ist eine Form von Aberglauben. Wenn man Gott nicht vertraut darauf, dass Gott alles zum Guten wendet. Diese Leere, die entsteht, wenn man Gott aus seinem Leben verbannt, wird dann eben mit solchen Dingen wie Spiritismus, Magie, Okkultismus aufgefüllt. Was können wir tun, um Menschen davon wegzubringen, beziehungsweise erst gar nicht dafür zu sorgen, dass diese Menschen erst gar nicht in den Spiritismus fallen? Wichtig ist, heutzutage brauchen wir eine richtige Neuevangelisierung, dass die Menschen das Evangelium Christi erfahren und dass wir ihnen ermöglichen, dass sie Gott lebendig in ihrem Leben erfahren, dass er eine Beziehung zu ihnen möchte, dass sie mit ihm diese Beziehung eingehen und ihr ganzes Leben mit ihm gehen. Wenn die Menschen ihn ganz kennen und lieben lernen, dann werden sie keine Augen mehr für diese ganzen Dinge wie Okkultismus, Magie und so weiter haben. Sie werden das gar nicht mehr brauchen, weil sie ganz und gar auf Gott vertrauen, der sie in Liebe geschaffen hat und der nur das Beste für sie will. Wir brauchen außerdem unbedingt viel mehr Aufklärung in diesem Bereich. Es braucht immer mehr Priester, Lehrer, Eltern und so weiter, die einem erklären, was für Gefahren mit dem Spiritismus verbunden sind. Dass wirklich die Menschen gewarnt werden und ihnen erklärt wird, anhand von Erfahrungsberichten vielleicht auch, dass Menschen, die davon dann weggekommen sind, den anderen quasi zeigen, was aus ihnen geworden war, nachdem sie Spiritismus betrieben haben. Dass man authentische Erfahrungsberichte zur Warnung heranzieht. Dass man eben nicht die Schüler im Religionsunterricht dazu animiert, Gläserrücken zu tun. Gläserrücken auszuprobieren oder so, sondern dass man sie gerade so daraufhin informiert, dass man sie warnt und ihnen zeigt, was für Folgen das Ganze hat. Wichtig ist auch, gerade trauernden Menschen tröstend beizustehen, Menschen zuzuhören in ihren Wünschen, denn letztendlich ist es eine Sehnsucht von uns allen, dass wir mit unseren Verstorbenen verbunden bleiben wollen, auch über den Tod hinaus. Dass man Menschen zuhört, die Probleme haben, die vielleicht Angst vor der Zukunft haben, die Liebe ihres Lebens noch nicht gefunden haben, die wissen wollen, ob sie die überhaupt jemals finden werden, dass man diesen Menschen hilft, dass man sie auffängt. Es heißt, die Nächstenliebe ist die Königin der Tugenden. Und es ist wirklich eine tiefe Wahrheit. Gerade in der Liebe zur Wahrheit, sollten wir den Menschen sensibel, aber ohne die Wahrheit vorzuenthalten, klar machen. Dass auch wenn die Toten nicht mehr hier sind, dass wir mit ihnen trotzdem verbunden bleiben können, aber eben nicht mit Hilfe von Spiritismus. Wie wir Christen das sehen, dazu habe ich auch ein Video gemacht, in dem ich über das Beten für die Verstorbenen spreche. Ich blende es gerne nochmal für euch ein und ich verlinke es auch in die Infobox. Dann könnt ihr euch das gerne mal anschauen. Ich hoffe, dieses Video war als kleiner Anriss dieses sehr komplexen Themas interessant für euch. Und nächstes Mal, wenn auf irgendeiner Party vorgeschlagen wird, das Ouija Board rauszuholen, dann wisst ihr ja, was ihr sagen könnt. Und ihr müsst nicht alles mitmachen. Man muss sich nicht immer dem Gruppenzwang beugen. Es hat nichts mit Spaßverderberei zu tun. Es hat damit zu tun, dass mir eure Seelen nicht egal sind. Bis zum nächsten Video wünsche ich euch Gottes